So, liebe Leute, ein Vorbereitungsturnier-Finale gegen Akisaspor. Na dann, wir können ja mal, wenn ihr nichts dagegen habt, und zwar die Einstellung ein bisschen ändern. Bei der Kamera, guckt mal, Kamera machen wir heute mal im, nicht Pro Club, Einzelspielerkamera, Multiplayer, Offline, Beer Pro. Das ist doch, ne? Das ist doch die Pro-Kamera dann. Dann nehmen wir doch mal Koop, Standard, Dynamisch, Längsansicht, Übertragung, Pro. Machen wir mal die Pro-Kamera, oder? Wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, wie das wird. Wir schauen uns das mal an. So. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr vom Spiel. Und ich habe da mal eine ganz neue Optik. Cool. Bin mal gespannt. Bisschen Experimente hier. Ich habe sogar eine Aufwertung gekriegt. Eine 69 habe ich. Aber guck mal, meine Mannschaft... Die sind alle nicht so prickelnd hier. 69, 68, 64. Ganz links der Gruber nur eine 62. Der Stürmer nur eine... Ich bin der beste Spieler hier, so wie es aussieht. Zusammen mit dem Keeper und dem Madel. Aha, interessant. So, dann wollen wir doch mal. Aber ich fand... Also wir haben beim letzten Sieg hatten wir schon unseren Anteil, ne? Wir haben da ordentliche Dinger rausgehauen. Also schöne Vorlagen. Wir haben beide Tore... aufgelegt, also zumindest auch mit rausgespielt, aktiv mit rausgespielt, so könnte man es, glaube ich, am besten bezeichnen. So, gut, da sind die beiden Mannschaften, das ist das Finale, das sollten wir doch auch gewinnen. Ich würde ja ganz gerne mal komplettes Spiel, 90 Minuten spielen, aber anscheinend reicht meine Ausdauer da nicht. Ja, und stehen bleiben, nur rumstehen kann ich ja auch nicht, das geht ja nun auch nicht. Aber wie machen die anderen Spieler das denn? Also wie macht die KI das denn? Oh, jetzt ist aber eine geile Kameraperspektive. Oh Gott, ist das heftig. Gib mir hier die Pille. Dribbling. Oh, das ist heftig, oder? Da wurde schon gefoult. Oh, Leute. Also wer das spielen kann, Hut ab. Hut ab. Ich sehe da gar nichts. Weil er auch nicht meinem Mann hier direkt... Fehlpass. Der erste Fehlpass, den ich gespielt habe in diesem Spiel. Oh, das ist ja übel, oder? Oh, das ist krass. Mal ein bisschen überlaufen hier. Ja, ich bin zwar mit nach vorne gekommen, aber... Seid mir nicht böse, aber hier kriege ich vom Spiel gar nichts mit. Nee, ich habe es probiert. Ich habe es mir zumindest mal angeschaut. Steuerung anpassen, Spieleinstellungen... Das funktioniert leider nicht. Tele ist natürlich normal. Ich kann Koop mal nehmen, wenn ihr möchtet. Also wir können mal ein bisschen durchgehen, was man sich hier anschauen kann, ne? Ja, also das war jetzt ein Fehlpass und dann irgendwie ein Angriff. Oh, das ist ja krass, oder? Da sieht man das ganze Spielfeld. Guck mal, Koop. Da siehst du das ganze Spielfeld. Fast, also... Das ist ja heftig. Da hängt die Kamera ja richtig hoch. Das ist ja cool. Ich muss wieder auf meine Position gehen, ey. Na, komm mal da ran. Oh, spiel doch einen Pass zu mir, du Idiot. Er passt auf volle kurze Ecke, ey. Das geht ja nicht. Jetzt habe ich den Ball. Na? Wer da rankommt? Jo, der kann laufen. Pass doch nochmal ab. Er schießt wieder. Und, oh, der Gruber kann nichts. Mit seiner 62. Huiuiui. Ah, das muss ich noch hinkriegen, ne? So ein bisschen den Ball behaupten. Also so ein bisschen Dribbling. Ich glaube, du kommst in FIFA 16 ohne Dribblings und Skills. Kannst du dieses Spiel, habe ich das Gefühl, komplett in die Tonne kloppen, weil dann kommst du echt nicht voran. Sogar im Singleplayer-Modus musst du das spielen. Chance für AKH. So, ich will mal echt gucken, dass ich mir... Guck mal, ich habe ja schon wieder die Hälfte der Energie weg. Gut, ich habe auch mal zwei Sprints hingelegt, aber das hatte ich ja im letzten Spiel überhaupt nicht. So, da kriege ich wieder... Warum kriege ich jetzt ein Rot? Warum kriege ich denn eben... Ich habe doch einen Kopfball gemacht, da muss er mir doch eine gute Note geben. Also Rot meine ich, dass er mir eine Note abgezogen hat. Hier... Ist doch Platz.
So, was gibt's jetzt? Abstoß. Vielleicht drücke ich auch beim Rumlaufen die Taste zu weit. Oh, hier, Transfer bestätigt. Ah ja, das wussten wir, aber 48 Millionen, was ein Quatsch, oder? Ich glaube, der hat nicht mal 10 gekostet. Haben sie ja gerade noch geschrieben, vor kurzem haben sie noch gesagt. Es hieß angeblich 18 Millionen musste Manchester United bezahlen, aber das stimmt nicht. Der wäre anscheinend noch günstiger weggegangen. Ja, was ist? Was ist? Spielst du mit oder was machst du? Scheiße. Ja, mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. Foul. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, bei dem Laufen, bei dem normalen Bewegen über den Platz, drücke ich zu viel den Controller, also den Stick, ne, natürlich, fürs Laufen zu weit nach außen. Man muss den nur ein bisschen bewegen, damit man so Art, dass man so rumschleicht auf dem Platz. Guck mal, wenn ich so mache, dann schleicht er so rum, so. Wenn ich aber so mache, dann hat er so einen normalen Lauf. Oh, das ist aber echt nicht einfach. Ja, da ist keiner zuständig, ne? Dann behält man auch ein bisschen Energie, glaube ich. Ja, mach den mal ein bisschen breiter, genau. Dann bin ich wieder gelaufen eben. Danke. Sehr schön. War ein guter Pass. Ein bisschen mit anbieten hier noch. Im Rückraum. Oh, guck mal, was der für ein Pass spielt. Aber was kann ich dafür? Ich fordere den Pass, er soll zu mir passen, aber er spielt den Gegner an. Das kann ich auch nichts für, aber kriegt eine Note abgezogen. Sehr schön. Hier kann man so Dribblings machen. Ja, hier umgefault kriege ich sogar noch einen Punkt, weil er mich weggegrätscht hat. So, den mache ich mal lieber indirekt machen. Ja, man kann es mit diesem No-Touch-Dribbling soll man ja viel mehr machen. Heißt es ja, aber ich finde, das sieht teilweise echt bescheuert aus. Und, oh, da war fast das Tor. Das sieht aber teilweise echt bescheuert aus, wenn die da ohne den Ball, also der Ball liegt vor ihnen und dann albern sie da rum und wippen nach links und rechts. Das habe ich noch nicht gesehen im Fußball. Außer natürlich bei den ganz kaputten hier, ne? Messi und solche Geschichten, solche Kaliber. Schöner Pass. Aber gibt mir wieder keine Note. Na, kommt er da ran mal? Jo. Gab eine Vorlage, aber wieder nur 5,8. Also, ich soll ja im Saisonverlauf eine 7 schaffen. Ich bezweifle es, Leute. Und jetzt zum Beispiel stehe ich bloß rum. Ne, also, ich versuche wirklich Energie zu sparen für die zweite Halbzeit vielleicht. Also, Sprints kann man da nicht so viel ansetzen. Muss noch ein bisschen besser reinkommen, also. Ja, obwohl, ich bin ja nur einer von vielen. Guck mal, ich bin der Einzige, der kaputt ist. Und alle haben gespielt. Also, ich. Oder habe ich jetzt. Bin noch nicht groß gesprintet, oder? Bisschen krass. So, Piesinger geht raus. Muss ich jetzt wieder auf eine andere Position? Schauen wir mal rein. Sieht nicht so aus. Nö. Bleibt dabei. Na, oh, nein! Nein! Oh Mann! Oh, ich war extra ruhig, weil ich mich jetzt eben so konzentriert habe auf diesen Angriff. Ey, Scheiße! Oh, das gibt's doch nicht, Bergi! Oh nein! Das wäre mein erstes Tor gewesen. Verloren.
Er hat ihn gehalten. Shit. Oh, ich könnte mich ja tot. Ich könnte mich. Oh, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gerade ärgere. Ich ärgere mich ja gerade wirklich. Wie. Oh, wie ein Rohrspatz könnte ich jetzt fluchen. Da geht mal was. Da komme ich mal vorne ein bisschen zu was. Und stehe alleine vorm Tor. Oh, Gottes Willen. Ich glaube es kaum. Wenn mir die wundern, wenn er mich auswechselt. Oh Gott, so schön freigespielt. Mist. Mist, Mist, Mist. Da hätte ich mal ein bisschen was für das Team tun können, ne? Ja, das kommt mit nix. Ich ärgere mich zu Tode. Was macht das denn für einen Einwurf? Ach, weil ich noch Ding gedrückt hatte, ne? Ich hatte noch passend gedrückt, deswegen hat er den hierher, wollte er den zu mir werfen. Kann er ja gar nicht so weit werfen. Shit. Aber mit der Ausdauer, da muss ich irgendwas tun. Also das ist echt ein bisschen hart. So, jetzt geht los. Jetzt mein letzter Sprint. Oh nee, oder? Ich hab nicht gedrückt. Den sollte ich jetzt erlaufen, den Ball. Aber du hast auch einen Arsch offen, ey. Da gibt's nicht mal einen Daumen von mir, ey, weil das war so unnötig. Versuch jetzt irgendwie in die Zweikämpfe reinzukommen hier. Knicken. Nun bin ich schon K.O.? Bin ich K.O.? Da habe ich nichts mehr zu melden. Na, bitte mach ihn. Gib mir die Vorlage wenigstens. Na komm schon. Scheiße, er kommt nicht weiter. Jetzt bin ich ausgewechselt, oder? Na, gucken wir mal. Sieht so aus. Yo. Ach Mann, ey. Und ich hätte das Tor machen können. Das ärgert mich jetzt tierisch. Oh, ich glaube so, ich muss mich irgendwie. Leute, wir müssen echt mal überlegen, wie wir das machen. Die haben noch gewonnen. Ah jo. Ach Gott, scheiße. Hätte ich das Tor gemacht, wäre es anders verlaufen vielleicht. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen die Mannschaft spielen. Deswegen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, noch weniger Energie zu verbraten. ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Schön, dass das Team das Erreichen des Endspiels zum Champions Trophy-Wettbewerb erreicht hat. Wir hoffen, Sie haben jetzt einen Eindruck, mit welcher Taktik und Startelf der Verein in die nächste Saison starten sollte. Wir freuen uns schon, wenn es dann ein paar Wochen losgeht. Ja, ich ärgere mich echt ein bisschen, Leute. Naja, wir machen dann in der nächsten Woche Training. Aber man muss auch mit solchen Situationen umgehen können, ne? Das ist einfach so. Aber wie kannst du denn das machen, ey, mit diesem blöden Ausdauermist? Gut, wir gucken. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.